Das ist es mir wert. Die offene G-Linie, den schwachen König, dafür aber Figur zu gewinnen. Heute wieder mit dem digitalen Brett. Diesmal auf chess.com probiere ich die Verknüpfung aus. E4, gut. Sizilianisch am Brett. Könnte sein, dass das meine allererste Partie Sizilianisch am Brett ist. Unglaublich. Nach fast 2 Jahren Schach. Ah nee, einmal habe ich einen Verein besucht und dann habe ich da Drachen Sizilianisch gespielt. Den Drachen Sizilianer. Naja, was wird das hier? Das ist auf jeden Fall eine andere Line, die ihr spielt. Gut, D6. Ja, die LED kann ich hier ganz gut erkennen. Diesmal auch 10 plus 5. Weil das für mich noch recht ungewohnt alles ist hier. Mit dem Schachbrett. Als wäre das ein ganz neues Spiel immer noch. Den Läufer entwickeln oder. Immer Springer F6. Läufer C4. Oder ich bleibe einfach bei E6. Dass ich schnell rochieren kann und dann schaue ich mal weiter, was ich so machen kann. Aha. D3. Und Weiß hat sich hier auch sehr, sehr solide aufgestellt. Das ist hier alles sehr geschlossen. Sehr geschlossen, muss ich sagen. Muss sagen, ich hätte schon lieber, wenn jetzt gerade weniger Figuren auf dem Brett wäre, weil das noch ziemlich verwirrend alles ist. Also, Rochade war der Plan. So, König zuerst. So wird's vom Brett auch sehr gut erkannt. Ist ja auch richtig so, dass man den König zuerst berührt mit den 2 Schritten und dann den Turm über den König. Und Weiß sollte jetzt eigentlich auch Rochade spielen. Und danach seinen anderen Läufer entwickeln. Ich kann immer noch Springer C6 spielen und. Oder ich überlege, wo versuche ich gleich einen Bauerndurchbruch eventuell. Also. A6, B5. Kann ich es ja mit der linken Hand zeigen. Ah! Falsch. A6, B5. Scheint mir nicht viel weiter zu bringen, weil der Läufer einfach zurückziehen kann. So, er entwickelt zuerst seinen Läufer. Dann Läufer C6. Das Einzige, was ungünstig ist jetzt bei den Aufnahmen, dass ich euch nicht so wirklich Ideen und Züge zeigen kann. Und viele Zuschauer halt noch ein Problem mit den Koordinaten haben. Also Pfeile und Pläne zu zeigen, ist schon für alle Seiten viel einfacher, das darstellerisch hier zu Gesicht zu bekommen. So, mein weißfeldriger Läufer ist jetzt hier komplett inaktiv. Irgendwie muss ich die Stellung öffnen. Wann kann ich D5 einschieben, ist jetzt die Frage. D5 wäre 1, 2, 3 mal von Schwarz kontrolliert und 1, 2, 3 mal von Weiß. Schiebt D5 ein. Schlägt, schlägt mit dem Bauern. Er schlägt springen mit dem Springer, ich schlag mit dem Springer, er schlägt mit dem Läufer, ich schlag mit Dame. Das sollte gehen. Jetzt sollte ich eigentlich D5 einschieben können. Nochmal kurz am Brett gucken. Ich kann ja jetzt hier keine Pfeile zeichnen. Gib mir mal irgendjemand so Pfeile aus Pappe, die ich hier so hinlegen kann. Wäre schon ziemlich cool. D5 schlägt, schlägt. Muss mir einmal kurz rechnen. Schlägt mit Springer, schlägt mit Springer. Läufer schlägt, Dame schlägt. Hat er irgendwie was anderes? Kann er dann vielleicht D4 schieben? Nee, sein Läufer hängt ja dann. Sollte jetzt eigentlich machbar sein. Und das ist super, weil dann droht sogar D4 die Gabel mit Leichtfiguren gewinnen. Also, das habe ich auf dem Brett gar nicht erst gesehen gehabt gerade. Deshalb wird abgetauscht. An der Stelle droht aber gleich wieder die Gabel auf D4. Und wir greifen gleichzeitig seinen C4-Läufer an. Wie will er da jetzt noch rauskommen? Aber ich muss sagen, wenn ich hier mein Bild vor mir habe auf dem Bildschirm, ne, dann es fällt mir noch einfacher,
den Überblick dort zu haben, anstatt hier. Das liegt jetzt nicht an der Größe des Bretts, sondern einfach nur, die Leute kennen's. Leute, die auch vorher nur am Brett gespielt haben und dann auf einmal online diese 2D-Perspektive vor sich haben. Ja, können damit auch nichts anfangen, ne? Es ist wie etwas, das man kennt, aber trotzdem noch ganz neu ist. Ey, Läufer B5 und jetzt könnten wir doch trotzdem die Gabel spielen, oder? D4. Und wenn er den Springer schlägt, nehme ich zurück und dann haben wir immer noch die Gabel. König ist rochiert, der Springer ist nicht gefesselt, das heißt, er wird sowieso nicht mit Schach schlagen. So, schlägt. Ich nehme seinen Läufer zurück und wir haben immer noch die Gabel. Sehr schön. Figürchen zur Seite. Ja, das gefällt mir doch. So, wo greifst du an? Den Bauern greift er an. Und sie würde dann mit Tempo Dame und Läufer angreifen. Gut, ich würde sagen, ich nehme erstmal seinen Läufer, weil dann kann ich sogar auf F2 mit einem Schach nochmal rein und seinen König öffnen. Ja, das sieht verdammt gut aus. Nehmen wir den Läufer. Der hat auch noch auf C5 so geschaut, der Läufer, der Schwarzfeldrige. Ist gut, dass ich den jetzt los habe. So, sein Springer wird jetzt auf C6 schlagen. Ja, greift jetzt unsere Dame an. Aber wir geben erstmal das Schach hier. Oh, habe ich mich gerade erschreckt. Ich habe ganz vergessen, dass wenn hier Schach gespielt wird, das Brett noch so einen extra Piepton abgibt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gehört hat. Er nimmt mit dem Turm. Wir sollten jetzt auf jeden Fall die Dame ziehen. Und zwar so, dass unser Läufer noch auf E7 gedeckt bleibt. Das heißt, einerseits würde ich gerne... eine C7 ganz gut. Falls er dann doch nicht rausnehmen sollte, dann schauen wir schon mal auf H2 und sind aus der D-Linie raus. Also, das sieht gut aus. Dame C7, unser Läufer bleibt gedeckt. Und so greife ich immer noch auf diesem Punkt hier an. Aha. Gerade wieder kurz vor diesem Sound erschreckt, weil er Schach gegeben hat. Aber kein Thema. Wir nehmen hier raus und sind mit einer Leichtfigur gegen einen Bauern mehr. Er greift die Dame an. Gut. Ich würde sogar schon fast sagen, ich habe einen Plan. Also es gibt auf jeden Fall gleich Läufer G4. Ich muss einen schönen Zug mit der Dame haben. Läufer G4 oder Springer G4, nachdem ich damals C7 gespielt habe. Zack, wir drohen jetzt den Spieß, die Fesselung. Nicht den Spieß, Spieß wäre andersrum, wenn Dame vor dem Turm stehen würde. Wir drohen gleich die Fesselung und würden dann tatsächlich nochmal seinen Turm gewinnen, wenn er das nicht sieht. Also er muss jetzt H3 spielen oder seinen Turm ziehen oder seine Dame ziehen. Das ist ein starkes Feld, sowohl für den Springer als auch für den Läufer gleich. Je nachdem, welchen Zug Weiß hier gleich spielen wird. Und dann kann man auch die Türme ins Spiel bringen, aber erstmal muss der Läufer mit rein. Der Läufer muss mit ins Boot. Alle Figuren müssen ins Spiel. Wir haben ja nicht umsonst hier alle Leicht- und Schwerfiguren, die müssen alle irgendwie beteiligt werden. Dann kann man schönes Schach spielen. Er greift jetzt erstmal den Springer an. Gut, wenn ich jetzt direkt Läufer G4 spiele, kann er mit Schach rausnehmen und das öffnet meine G-Linie. Aber dann habe ich trotzdem immer noch die Fesselung.
Wenn ich zuerst einen Springer schlage, kann er mit dem Turm rausnehmen statt mit dem Bauern. Und dann ist Läufer G4 nicht mehr möglich. Die Frage ist, will ich jetzt meine G-Linie öffnen und meinen König ein bisschen riskanter stellen? Und dafür Qualität gewinnen? Ich würde sagen, das ist es mir wert. Wir sind ja eh schon qualitativ vorne. Das ist es mir wert. Ich spiele jetzt direkt Läufer G4. Er nimmt raus, ich nehme raus. Das ist es mir wert. Die offene G-Linie, den schwachen König, dafür aber Figur zu gewinnen. Es kommt hundertprozentig, Läufer schlägt F6 Schach, G schlägt F6 und ja. So, das kann ich schneller rausnehmen jetzt. Jetzt mit der Zeit nämlich schon ein bisschen knapper langsam. Aber gut, dass ich keinen Blitzschach angemacht habe, wirklich. Gerne da draus. Kommentierte Partien, Blitzschach. Ich versuche dann einfach so langweiligere Sachen rauszuschneiden. Und mehr bei der Partie zu bleiben. Dann kann ich nämlich besseres Schach abliefern, was ihr schauen könnt. Im Zweifel wird dann das Video ein paar Minuten länger. Aber ich hoffe, dass es okay für euch ist. Ich kann ja immer noch König H8, Turm G8. Und dann kann ich die halboffene G-Linie sogar für mich nutzen. Was ich ganz cool finde, was mir irgendwie auffällt. Ja, ich mache noch visualisiert bedingt Fehler auf diesem Brett, weil das für mich ganz anders aussieht. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass man fokussierter ist. Einfach als wäre es, ja, wie soll ich sagen, nicht wichtiger, aber als hätte man einfach mehr Fokus. So, und jetzt nehmen wir natürlich den Turm weg. Dame schlägt zurück. Und sollte definitiv meine Dame auch jetzt ins Spiel bringen. Dame E5 sieht super aus. Greif auch noch auf den E2 an. Meine Türme sind verbunden, da sollte nichts Schlimmes passieren. Selbst vor Dame G4 Schach kann ich entweder meine Dame dazwischen ziehen oder ich würde den König auf H8 zur Seite stellen. Oh, das ist super. Das ist super, weil wir seine Dame jetzt fesseln und natürlich tauschen wir ab, weil wir mit einem ganzen Turm dann das Spiel leichter für uns machen können. Simplifizieren. Gibt's das Wort? Aufgabe durch den Gegner. Er hat eingesehen, dass er mit dem Turm weniger nicht spielen können wird. Ich sehe, wir haben einen groben Patzer. Ich gehe mal ganz kurz in die Analyse rein, für euch zusammen auch mit mir. Wir befinden uns nun in der Chess.com-Analyse, gehen mal kurz durch und suchen den groben Patzer. Alles schön nach Bilderbuch hier gespielt und da haben wir den groben Patzer und da haben wir auch unseren groben Patzer. Warum? Weil ich die Taktik hier, die ich auch gespielt hatte, einen Zug zu spät gespielt habe. Wow, D5, ein großartiger Zug. Krass, eine richtig gute Idee. Hätte ich aber schon tatsächlich hier machen sollen. Der Läufer muss weg, er kann ja hier keinen Schach geben. Und wenn der Läufer wegzöge, hätten wir dann trotzdem hier die Gabel oder nach nimmt, genau dieselbe Geschichte wie gerade eben. Ausgezeichneter Zug, schlägt, Läufer weg, noch ein ausgezeichneter Zug, nimmt und dann haben wir hier die Leichtfigur gewonnen. So ging es dann weiter, alles saubere Züge. Tatsächlich war hier das hier nicht der beste Zug, auf jeden Fall trotzdem ein guter Zug. Wo sehe ich denn hier überhaupt, was der beste Zug gewesen ist? Sehe ich gerade nicht. Trotzdem 89,1 Genauigkeit. Fand ich hier wichtig, dann den Turm zu bekommen, die Qualität und dafür halt in Kauf zu nehmen, dass der König offen steht. Und dann einfach hier diese Diagonale ausgenutzt und so würde dann das Spiel weitergehen mit zwei Türmen gegen einen Turm. Definitiv gewonnen. Wir stehen hier auf -6,25 auf Gewinn für Schwarz. Ich hoffe, dir hat die Partie gefallen. Wenn du Fragen zum Schachbrett hast, ab in die Kommentare. Ich werde auf jeden Fall noch ein Video machen zu den Pros und Cons, eine Komplett-Review zu dem Brett, eine Anleitung, wie man sich einloggt, anmeldet und was man alles damit machen kann. Also einfach ein Abo dalassen, um das nicht zu verpassen und bis zum nächsten Video.